Was ist ein Deck? In diesem Video befassen wir uns mit dem Begriff Deck eines Verdampfers. Das Deck oder die sogenannte Base ist der Teil eines Verdampfers, in dem der Coil bei Fertigcoil-Verdampfer hineingeschraubt wird oder bei Selbstwickelverdampfer, wo die Wicklung draufgeschraubt wird. Das Deck befindet sich am unteren Ende des Verdampfers und kann auch oberhalb der Liquidkammer oder unterhalb der Liquidkammer sein. Bei sogenannten Tröpfelverdampfer, wie wir es hier haben, sehen wir, dass dieses Deck, eben dort, wo diese Wicklung hineingehört, unterhalb dieser Kammer sich befindet. Je nachdem, welche Verdampfer man besitzt, hat man ein Deck, das oberhalb bzw. unterhalb des Verdampfers liegt. Auch bei Fertigkopfverdampfers, also diese Fertigcoil-Verdampfers, wird die Base, in dem der Coil komplett gewechselt und eingeschraubt wird, als Deck bezeichnet. Bei Selbstwickelverdampfer unterscheidet man zwischen Velocity Decks und Postless Decks. Wie wir das so hier gesehen haben, ein Velocity Deck hat eben solche Pfosten, so wie hier, solche Pfosten, wo eben diese Wicklungen reingeschraubt werden anhand dieser Schraube. Und bei einem Postless Deck hat man nur im Deck eine Schraube und wickelt den Draht um die Schraube herum. Also, das Deck ist essentiell notwendig für einen Verdampfer, da dort natürlich der Verdampfer geschlossen wird. Und man sollte immer darauf achten, dass diese Dichtung unterhalb, wenn wir es sich anschauen, diese schwarze Dichtung, je nachdem, was für einen Verdampfer man hat, gibt es unterschiedliche Farben, sollte man schauen, dass diese Dichtung nicht beschädigt ist, nicht porös ist, dass der Verdampfer gut abschließen kann und dicht ist. Wenn diese Dichtung an dem sogenannten Deck beschädigt ist oder schon poröse ist, dann sollte man sie austauschen, da sonst der Verdampfer Fremdluft saugt und früher oder später anfängt auszulaufen. Auf diesem Deck befinden sich bei den meisten herkömmlichen Verdampfer auch die sogenannte Airflow Control, wie wir sie hier sehen. Und die sollte natürlich auch immer rein und sauber sein, dass auch hier kein Liquid austreten kann. Das ist das Deck. Also das Deck ist die untere Kappe des Verdampfers, die den Verdampfer abschließt, dient dafür, um seine Fertigcoils reinzuschrauben, beziehungsweise bei Selbstwickelverdampfer oder Tröpfelverdampfer, dass man seine Coils und seine Watte dort in das Deck reinschrauben kann. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und bis zum nächsten Mal.